Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck. Die Daimler-Aktie, beziehungsweise die heißt ja jetzt eigentlich Mercedes-Benz Group seit der Umbenennung vor ein paar Wochen. Gleich erfahrt ihr jedenfalls, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. So, zuvor aber noch ein paar Infos. Die Firma kommt natürlich aus Deutschland und ist in der Automobilbranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 5,7%, zumindest laut der Prognose für die Dividendenzahlung 2022. So, gleich geht's los mit dem ersten Kriterium. Zuvor aber noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt also zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Und hier haben wir aktuell einen Wert von 10% und das ist natürlich sehr gut, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium: Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Und hier liegt der Wert sogar nur bei 7% und auch das ist natürlich sehr gut, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier ebenfalls einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium: Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie. Und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 2,20 Euro auf 1,35 Euro je Aktie unterm Strich gesunken. Und zwar gab es ja zweimal eine Dividendenkürzung und damit vergebe ich ja insgesamt einen halben Minuspunkt. Dann zum vierten Kriterium: Hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende insgesamt gefallen, und zwar von 2 Euro auf 0 Euro, denn in 2010 gab es überhaupt keine Dividende für die Aktionäre. Und damit vergebe ich ja insgesamt einen Minuspunkt. Das fünfte Kriterium: Wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr gesunken, und zwar um 20%. Und das ist natürlich nicht so berauschend, damit vergebe ich ebenfalls einen Minuspunkt. Das sechste Kriterium: Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognose entwickeln? Also, laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende dieses Jahr, also in 2022, deutlich ansteigen von 1,35 Euro auf 4,30 Euro je Aktie. Also so zumindest die aktuellen Schätzungen der Analysten. Da müssen wir mal abwarten, wie die Dividende dann letztendlich ausfallen wird. Aber momentan schaut es ganz gut aus laut den Prognosen und damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Dann kommen wir zum letzten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll der Gewinn der Aktie fallen in 2022. Und zwar von 11,76 Euro auf 11,27 Euro je Aktie. Also das sind die aktuellen Prognosen für 2022. Und hier schaut es momentan nicht ganz so gut aus. Und damit vergebe ich hier einen Nullpunkte. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis. Und hier holt die Mercedes-Benz Group in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich einen halben Punkt von 7 maximal möglichen Pluspunkten. Und in meiner Dividendencheckarm landet die Aktie damit auf der vierten Stufe, hat allerdings die mittlere Stufe nur knapp verfehlt. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Dividendencheck. Und hier landet die Mercedes-Benz Group momentan mit dem halben Punkt hier auf dem 13. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt zum Abschluss analysiere ich noch, ob die Aktie denn aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und ihr seht immer zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2007 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und zwar ist das ca. Mitte Februar 2022. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass aktueller Kurs unterhalb der gestrichenen Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum Fernwert bereinigt. So, das war es dann wieder mal mit diesem Video und hier noch zum Abschluss der Hinweis: Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.